Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In diesem Video möchte ich euch das Heilige Römische Reich oder auch die Deutschen in Age of Empires 4 vorstellen und euch präsentieren, was sind so die Besonderheiten, die Spezialeinheiten, die wichtigen Technologien, was macht dieses Volk in Age of Empires 4 aus? Und ich würde sagen, da steigen wir direkt ein. Schaut auch gerne noch mein Video zu den Russen bzw. dem Volk der Russ und den jeweiligen anderen Völkern. Das Heilige Römische Reich, um es mal grob zusammenzufassen, ist eine Nation, eine Zivilisation, die von einer mächtigen Infanteriearmee geprägt ist und vor allem die durch die Unterstützung ihrer religiösen Einheit des Prälaten gestärkt wird. Das Heilige Römische Reich in Age of Empires 4 umfasst die Jahre 936 bis 1517 und das sind natürlich wichtige historische Eckdaten. Ihr könnt sie ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wisst ihr denn alle, was so die wichtigen Eckdaten historisch waren in dieser Zeit, 936 und 1517? Also diese beiden Jahre wurden ja nicht umsonst genommen. Das Reich, das sich dann vor allem natürlich in Deutschland befunden hat, also im heutigen Deutschland, aber auch so ein bisschen in Böhmen, Teile, dann ja Niederlande, Frankreich, aber auch Italiens waren da ja noch dabei in dieser Zeit, behauptete sozusagen der rechtmäßige Nachfolger des antiken Römischen Reichs zu sein. Sein Kaiser kontrollierte eben Mitteleuropa mit einer unerschütterlichen Infanterie aus überschwänglichen Landsknechten und wollte das Zentrum der christlichen Welt selbst erobern, Rom. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt von den Machern des Spiels, aber so kann man es vielleicht grob zusammenfassen. Es zeichnet sich durch seinen frühen Zugang zu religiösen Einheiten aus, die ab dem ersten Zeitalter verfügbar sind. Wirtschaftlich hat das Heilige Römische Reich somit einen entscheidenden Vorteil, denn der Prälat, von dem ich euch erzählt habe, diese Einheit ab dem ersten Zeitalter, die gewährt einen einzigartigen wirtschaftlichen Bonus. Der Prälat kann nämlich Sammelraten der Dorfbewohner erhöhen und somit die Wirtschaft ankurbeln. Ist also nicht zu unterschätzen, schon in Zeitalter 1. Das Heilige Römische Reich ist eine mächtige, infanteriebasierte Zivilisation, die in der Lage ist, Gegner mit mehreren Optionen für defensives Turtling abzuwehren. Das heißt, ihr baut euch wirklich defensiv ein, macht da Build Orders und versucht so immer wieder den Gegner abzuwehren und gleichzeitig eine starke Wirtschaft aufzubauen. Das kann man so ein bisschen Turtling zusammenfassen, wie so eine Schildkröte sozusagen als Panzer zusammengezogen. Das HRR kann sich schnell von Angriffen erholen und die Landsknechte können eine verheerende Wirkung haben. Die Strukturen des Heiligen Römischen Reichs sind sehr langlebig und schwer zu zerstören, was durch Upgrades, die ihre Stärke verbessern, weiter gestärkt wird. Außenposten, Türme und Festungen können Relikte für zusätzliche Rüstung und Schaden besetzen, was das Heilige Römische Reich zu einer wahrhaft undurchdringlichen Zivilisation macht. Also das ist wirklich spannend auf jeden Fall, dass es dass diese Gebäude scheinbar Relikte besetzen können, wie auch immer das dann genau funktionieren wird, um dann einfach noch mehr die Truppen zu stärken. So, jetzt kommen wir zum Prälaten. Das ist wie gesagt eine der besonderen Einheiten in Age of Empires 4 für die Deutschen. Das ist eine Unterstützungseinheit, die Armeen in der Nähe heilt und inspirieren kann und eben vorher schon die genannten wirtschaftlichen Vorteile mitbringt. Gleichzeitig gibt es eben die Landsknechte als besondere militärische Einheit bei den Deutschen. Das ist eben eine leichte Infanterieeinheit mit einem Zweihandschwert, die sich im Flächenschaden auskennt. Finde ich ziemlich krass, dass die Landsknechte dann keine schwere Infanterie, sondern eine leichte Infanterieeinheit wurden. Das heißt, dann können sie sich vielleicht sogar relativ schnell bewegen und damit richtig stark werden. Also diese Einheit ist auf jeden Fall absolut nicht zu unterschätzen, die Landsknechte. Gut, dann kommen wir noch zu den einzelnen Zeitaltern der Deutschen. Da fangen wir natürlich an in Age 1. In Zeitalter 1 ist es so, dass es eben schon den Zugang zu diesen Prälaten gibt, die im Dorfzentrum ausgebildet werden können, denn das Dorfzentrum ist bei den Deutschen gleichzeitig eine Kirche. Im zweiten Zeitalter, in Age 2, ja, in dieses Zeitalter kann man dann mit dem Aachener Dom, hier wird es jetzt als Kapelle bezeichnet, aber ich würde behaupten, dass damit der Aachener Dom gemeint ist, kann man da als Wahrzeichen kommen. Dieses Gebäude bringt dann einen großen Bereich mit sich, in dem Einheiten inspiriert werden können, wenn ein Prälat in dem Gebäude ist. Also auch hier wieder super zum defensiven Abwehren, wenn Feinde kommen. Eine besondere Technologie sind dann die Marschübungen in der Schmiede in diesem Zeitalter, wodurch die Infanterie noch schneller sich bewegen kann, ist, denke ich, ein sehr starkes Upgrade auch für die Landsknechte, dass die einfach noch schneller werden. So, nach Age 3 kommt man mit dem Burggrafenpalast
Und ja, der kann dann entweder 5 Landsknechte, 5 Speerkämpfer oder 5 Schwertkämpfer auf einmal ausbilden, wie man es standardmäßig aus Age of Empires 3 kennt. Somit spart man sich eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt, 5 Kasernen, wenn es um Schnelligkeit geht. Somit kann das HRR ein richtig schnelles Militär in Age 3 aufbauen, allein nur durch sein Wahrzeichen, was es ja sowieso bauen muss. Das Kloster in Age of, im dritten Zeitalter eröffnet dann auch nochmal spezielle Upgrades wie inspirierte Krieger und das erlaubt wiederum den Prälaten, die militärischen Einheiten zu inspirieren, sodass sie mehr Rüstung bekommen und auch mehr Schaden machen. Ins vierte Zeitalter wiederum kommt man mit dem Elsbach-Palast und ja, damit kann man dann seine defensive Position noch mehr stärken, da er eine Art Festung ist. Es gibt dann einen Gesundheitsbonus für das Wahrzeichen und dieser Palast reduziert auch den Schaden auf Gebäude in der Nähe. Gleichzeitig gibt es dann die Technologie defensive Verstärkung in dem Elsbach-Palast und der erhöht wiederum das Leben von Wällen, Türmen und Toren. So, das war's mit dem HRR. Im nächsten Video geht's mit den Russen bzw. dem Volk der Russ weiter. Schaut auch gerne in meine Videos zu den anderen Völkern hinein, den Engländern, Mongolen, Chinesen, dem Delhi-Sultanat, den Franzosen oder der Abbasiden-Dynastie. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich versuche euch noch vor dem Release Gameplay zu Age of Empires 4 zu zeigen, und zwar mal ein bisschen noch detaillierter. Ich hoffe, dass ich euch da Vorabversionen zeigen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.